Willkommen zurück bei Elder Scrolls Online Part 20. Heute ist die Mission Stufen machen. Dafür musste ich jetzt hier eben zu meinem Gefährten reisen, wo auch immer du jetzt bist. Ah, hier. Und bevor wir dann irgendwas machen, werde ich erstmal eine Schriftrolle essen. Ich glaube, so nimmt man die, oder? Man Guten isst die. Appetit beim Pergament, das schmeckt bestimmt gut. Esspapier. So, pass auf, ich Ach esse so. die ja mal eben, ja? Ja. So, habe ich auch noch Schriftrollen? Bestimmt. Ich habe Wachs, brauchst du das? Und ich habe Krafttinktur. Irgend so ein Scheiß habe ich. Musst du mal durchlesen, was die kann. Ich weiß auch nicht alles auswendig. Nee, ich glaube, ich habe gar keine Schriftrollchen mehr. Also du müsstest auch eine ganze Stapel haben. Ja, kann sein, dass der irgendwo ist. Ich kann dir meine leider nicht geben, die ist Nee, verboten. brauchst du auch nicht, alles gut. Nee, ich habe ja letztens schon mal eine genommen. Ja, dann müssen wir das ohne schaffen. So, was steht Kriegen wir an? hin. Soll ich mit diesen Personen hier reden? Ja, genau. Kommt ihr aus dem Serg? Wir haben eine Wache dorthin geschickt, um ein paar beunruhigende Gerüchte zu überprüfen. Damit steht es fest. Abgeschlossen. Illoidus Doppel-L. Das ist ein Ja, Joyos. keine Ahnung. Welche Quest machen wir denn gerade? Jetzt machen wir die, die ich dir gerade zum eigenen Ja, Schutz, die ich dir alles gerade klar. gegeben habe. Jetzt sprechen wir mit denen hier, ne? Ja. Wie bekämpft man etwas, das man nicht sehen kann? Das ist nicht fair. Ich kann der Seuche nicht die Kehle durchschneiden und ich kann ihr nicht die Knochen zertrümmern. Ich kann nur darauf warten, dass sie mich mit ihrer Dunkelheit durchdringt und mir Stück für Stück das Leben nimmt. Ich? Nein, noch nicht. Ich warte darauf, dass mich die Seuche holt. Das ist doch das Einzige, was wir tun können. Oder etwa nicht? Die Anführer des Hauses debattieren darüber, wie man die Seuche von Narses fernhält. Wie man uns davor schützen kann. Warum machen sie sich? Sie versuchen es. Kommen aber zu keiner Lösung. Wir werden langsam dahinsiechen. Einer nach dem Was anderen. erzählt ihr Die dir denn Seuche alles? verschont Ja, ich niemanden. höre da halt zu. Tore können sie nicht aufhalten. Wir können sie nicht aussperren. So, fertig. Hä, wo bist du? Hier. Hier. Ich habe gehört, ihr hättet einen verlorenen Schrein in der Pilz. Ich habe es dir gesagt, wir verlassen diesen verlorenen Ort. Ich würde lieber. Augenblick. Ihr seid nicht mein Nein, Ehemann. bin ich nicht. Was wollt ihr? Narsis ist nicht sicher, Fremde. Nicht, dass es das Haus Lalu kümmern würde. Suchen die Wachen nach unseren verschwundenen Leuten? Nein. Und zwar, weil die Ratsherren es ihnen nicht befehlen. Ich will nicht das nächste Opfer werden. Deshalb In Narsis tut niemand etwas, wenn das Sippenhaus es nicht befiehlt. Es ist das große Gebäude da drüben. Ihr könnt es nicht verfehlen. Na, dann Aber gehen wir seid da mal rein. vorsichtig aus. Ich hänge am Pilz fest. Da musst du ihn aufessen. Oh, Holz. Ich Boah, brauche ohne Holz. Scheiß. Letztens hatte jemand auf meiner Arbeit einen Pilz dabei. Ein Champignon. Und hat da dran geknabbert. Oh ne, da hinten ist noch einer. Guck mal. Hast du gehört? Ja. Eklig, Und zwar, sage ich. ja. Dann lag das die ganze Zeit da rum. Ich vermute, ihr seid nicht hier, um eine Waffe zu kaufen. Nein, wahrscheinlich geht es wieder nur um ein kaputtes Wagenrad oder etwas anderes. Alle wollen einfach nur hier weg. Schaut euch um. Narsis ist nahe zu verlassen. Die Seuche, der Fluch, wie immer ihr es auch nennen wollt. Ich glaube, die Leute haben Angst. Und das sollten sie auch. Die Lodos-Seuche breitet. Ach, da oben. Und hier vorne ist eine Himmelsscherbe, die können wir uns auch gleich suchen. Wie soll man das aussprechen? HL, Halla. Lalu. Wie? Und deshalb sollten Lalu. wir die Stadt abriegen. Warum ist da noch ein Wir können Haar nicht davor? zulassen, dass noch mehr Kranke nach Narsis kommen. Das klingt zwar Halalu, durchaus keine vernünftig, Ahnung. alter Freund.
Aber wir können uns nicht von der Außenwelt. Wenn ihr euch wirklich um unser Volk sorgt, dann werdet ihr Nasus abriegeln. Punkt. Es tut mir leid, dass ihr das miterleben musstet. Mein Freund macht sich große Sorgen um Narsis. Man möchte meinen, das ganze Dorf wäre spurlos verschwunden, wenn man sich anschaut, wie sich hier alle benehmen. Leute verschwinden, aber Giron nur sehr wenige. Niemand hat mit eigenen Augen gesehen, wie irgendeiner dieser Leute Narsis verlassen hat. Und wir haben nicht genug Wachen, um jeder Spur nach. Ich werbe eigentlich nie Söldner an. Aber wir leben in schlimmen Zeiten. Wenn ihr beweisen könnt, dass diese... Giron glaubt, wir müssten Narsis vollkommen abriegeln, um uns vor der Seuche zu schützen. Narsis ist ein Handelszentrum. Ich habe mich noch nicht entschieden. Sie meinen, ich wäre nicht forsch genug. Ah, na, die meisten... Giron glaubt... Okay, ich habe es jetzt extra nicht zu Ende gehört, weil ich hier schon wieder gehört habe. Ja, hier ist ja schon jemand wieder am Hochlaufen. Ist da oben irgendwas? Nein. Ich wollte jetzt eben diese Himmelsscherbe da vorne suchen. Ja, die ist ja wohl nicht oben. Och doch, gibt's auch. Ich habe die schon auf Dächern von irgendwelchen Häusern gefunden. Ja, aber doch nicht in einem Haus drinne. Doch, haben wir auch schon gehabt. Ah ja, ich hol mir die mal eben. Hätten wir das. So, jetzt müssen wir da vorne gucken. Da sind die Kreischen. Die was sind da? Kreischen. Kreischen, also ein kleiner Kreis oder was? Ja, die, wo wir untersuchen sollen, was die vermissten Fälle sind hier. Und meinst du die Questmarker oder was? Ja. Habt ihr meinen verdammten Lehrling gesehen? Der Junge ist heute später dran als sonst. Bei meinem Glück ist er los und hat sich... Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich habe ihn die Peitsche spüren lassen, weil er unsere Lieferungen durcheinander gebracht hat. Oh, nee, schon wahrscheinlich schmollt er jetzt irgendwo. Der Junge behauptet, es wäre nicht sein Fehler gewesen, dass wir die falschen Kisten bekommen haben. Als würde ich das... Sie sind auf der anderen Seite der... Ja, okay. Warte doch mal. Ich habe den... Achso. Was müssen wir jetzt machen? Du musst die Sachen da in der Kiste, oder... Ja, habe ich schon geäht. Ja, dann... Ich wurde gerade angegriffen, deswegen. Warum lassen die Wachen zu, dass ihr Lager so dicht an der Siedlung ist? Ah, du hast wieder deinen süßen Greifen. Ein nutzloser Haufen. Ja. Hat zuletzt mal auch schon. Doch nicht mehr so der Rattenmensch. Nee, vor allen Dingen, die funktioniert auch, wenn du sie nicht dabei hast. Mhm. Wie kann er nur so dumm sein? Ich habe ihm gesagt, wohin die Lieferung gehen soll, aber er denkt, er weiß alles. Deshalb geht gar nichts. Kümmert euch nicht um mich. Ich bin hier nur eine Bedienstete. Was schert? Er ist eine bedeutende Persönlichkeit in Narsis. Ein Schriftsteller. Schreibt den ganzen Tag, schreibt die ganze Nacht. Woher soll ich das wissen? Ich fege, ich staube ab, ich lese nicht. Der Herr würde mich niemals einen Blick in sein Tagebuch werfen lassen. Okay, diesmal war ich wohl schneller als du. Ich würde sagen, dann gucken wir mal oben in das Arbeitszimmer, oder? Warum? Meinst du? Ja, ja, okay. Aha. Da steht das zwar daneben. Ein Teil meiner Familie ging ins Sarg, um ein Heilmittel zu finden. Tag 26. Ich lese das jetzt nicht, kein Bock. Naja, Tag 42 ist echt interessant. Der Typ ist schuldig. Ja, aber das willst du ja sagen. Das ist ja das Lustige in dem Spiel. Man muss ja nicht selber jetzt eine Entscheidung treffen. Na, manchmal schon. Ja, ich hab dich. War mir klar. Erinnerst du dich noch an den Vampir? Da konntest du ja auch entscheiden, ob du den freilässt oder nicht. Ja, aber natürlich ist man nett. Ich bin nicht nett. Halt, sonst würden mich alle Twilight-Fans töten. Wieso? Da gibt's auch böse Vampire. Ach, die müssen wir schon wieder fragen hier.
Wo ist mein Gatte? Bei Viveks Bad, wenn er wieder irgendwo seinen Rausch ausschläft, reise ich ohne ihn ab. Dieser wertlose, unnütze Batzen Quama-Sekret. Oh, hallo. Jeder kennt meinen Gatten. Wieso reden die ständig mit sich selbst? Wenn er sich von euch noch nicht... Wir reden mit dir. Nee, aber oh, da bist du ja. Oder vorhin diese Frau, die sich so beschwert hat. Er sollte schon seit Stunden wieder da sein. Dieses faule Großmaul ist zu spät dran. Okay, er verschifft unsere Waren. Er hat irgendwas von einer verpatzten Lieferung gesagt, um die er sich... Das wäre eine große Hilfe. Ich Boah, du bist schon wieder viel zu schnell. Ist der in der Kneipe oder was? Nee. Bitte. Ich habe euch alles gesagt, Noch was ich weiß. Lüge krasses, ich sicheres Feuer. Schweigen. Für immer. Ja, ne? Verstanden? Ey, ich muss mit dem Boden reden. Nee, wir müssen in den Keller, ich glaub, oder? Wir müssen in den Keller. Ich habe kein Interesse daran, dass eine Amateurin meine Untersuchung zunichte macht. Dreht euch um und geht. Ihr unterbrecht mein Verhör, das ist los. Und just in dem Augenblick, in dem ich zu meinem Lieblingsteil kommen wollte. Ich liege nicht im Zwist mit euch. Noch nicht. Was wählst du aus? Also verschwindet. Ich arbeite für den Ratzen. Erste. Ja. Hört mir genau zu. Wir beide stehen auf derselben Seite. Ich wurde angeworben, um dem Ursprung der Lodos-Seuche auf den Grund zu gehen. Angeworben von wem? Das spielt keine Rolle. Ja, wir haben mehrere seltsame Lieferungen mit diesem Kurier in Verbindung gebracht. Er will nicht reden, aber ich habe noch keinen getroffen, dessen Willen ich nicht hätte brechen können. Bringt diesen Brief zu Ratsherr Ralden. Darin wird erläutert, wie Fiolen mit der Seuche nach Narsis transportiert wurden. Mhm. Können wir auch mal anfangen, einfach zu sagen, statt Tschüss, leb wohl. Das mache ich nächste Woche. Ich sag dann so auf der Arbeit, leb wohl. Ja. Weißt du jetzt eigentlich, wo wir hin müssen? Nö, ne? Mal wieder. Ja, nicht. Hinter dir her. Mit Ratsherr Ralden sprechen. Ach so. Außerdem, du bist der Anführer. Du weißt, wo es hingeht. Ich komme einfach nur mit. Ich sehe einfach nur gut aus und komme mit. Alles klar. Das schaffst du. Danke. Das war sehr anspruchsvoll. Gut auszusehen und laufen gleichzeitig. Ihr seid zurück. Ich hoffe, ihr seid hier, um mir zu sagen, dass meine Leute sich alles nur einbilden und alles in Ordnung ist. Wie bitte? Notizen. Schutz der Lalu! Hast du auch so einen Stab bekommen? Nicht so schnell, bitte. Ich habe noch nie von Vox gehört, boah, Vox ist ein Sender. Ich habe nie von Vox gehört. Diese Neuigkeiten sind ich habe hier so eine einhändige Keule bekommen. Ich weiß weder ein noch aus. Leute lösen sich scheinbar in Luft auf und irgendjemand hat eine Seuche nach Narsis gebracht. Ich muss die Stadt abriegeln. Niemand kommt rein oder raus. Ich lasse nicht zu. Sprecht mit Giron Zahnli. Er ist oben. Er muss wissen, was ihr entdeckt jetzt habt. Müssen wir doch noch tut oben. Alles. Also muss erst halb Narsis verschwinden und eine Seuche die Stadt bedrohen, ehe Ralden zur Vernunft kommt. Und es braucht eine Außenseiterin, damit er es begreift. Vielleicht ist mein Freund gar nicht mehr in der Lage. Natürlich hat er das. Ralden hat schon seit Jahren keine eigene Entscheidung mehr getroffen. Wenigstens tut er jetzt Alles endlich klar. das Richtige. Die Leidgeborenen sind offensichtlich Teil dieser Sache. Das könnte ein Blinder sein. Darf mal eine Frage an dich. Ich schlage vor, ihr nehmt euch ihre Lage am See vor. Wenn ich mal... Du willst ja, dass ich mehr Stufen mache und wir machen hier nur die Hauptquest zusammen. Wäre das okay für dich, wenn ich einfach so mal tagsüber ein bisschen zocke, in Steinfälle die Nebenquests mache? Ja, ja, klar. Dürfte ich das auch mal aufnehmen oder lieber nicht? Nee, die Zuschauer doch, wollen dich klar, sehen. Doch, klar, kannst du ruhig. Nein, kannst du ruhig. Ich komme nicht raus. Ah, doch, jetzt. So, jetzt müssen wir mal eben auf der Karte gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ah, da im Norden von dem Kaff hier. Habt ihr vom Lager gehört? Es gibt kein Heilmittel. Ich wusste, ja genau, das hatte ich ja so gedacht, dass du die Nebenquest dann, wenn du mal alleine zockst, machst. Ja, ich muss einfach mal, wenn ich mal wirklich krank bin, aber zocken kann, dann kann ich das machen. Ja.
als ob du krank bist. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Was soll das denn passieren? Also wenn ich krank bin, dann bin ich tot, ne? Das war der Rest. So. Ich glaube, das war unser erster Kampf heute. Ja. Erinnerung, trinkt nicht das Wasser. Oh. Kann man sich eigentlich noch eine Inventarerweiterung kaufen? Ja, klar, wenn du genug Gold hast. Hast du dir die schon geholt? Ja, ich habe mehr als du, weil ich mehr Gold habe. Aber jetzt mal als Tipp. Du bist extra Magiker-DD, damit du nicht so dicht dran treten musst. Du kannst einen Meter weiter wegstellen dich. Ja, aber ich habe eine Fähigkeit, das macht so ein Speer. Da muss man näher dran sein. Die will ich halt auch trainen. Okay. Und die eine darf ich ja nicht machen, weil die den immer wegschleudert. Und dann ist sie nicht mehr in der Nähe von dir. Im Namen von Magistra Vox. Bitte guckt kein Pro7 mehr. Vorwärts. Hurra. So, jetzt müssen wir da vorne hin. Ich glaube, wir gehen mal eine Runde schwimmen. Nein. Doch. Ich habe meine Ariel-Bikini gar nicht an. Verdammt. Du hast ein Ariel-Bikini? Ja, ja, weißt oh du doch. Gott. Hatte ich doch letztens schon im Pool an. Psst. Was für ein Pool? Ich habe einen Pool. Der geht nicht auf, oder? Bevor ihr fragt. Ja, ich bin euch gefolgt. Nein, ich habe nichts mit den Verschwundenen oder der Seuche zu tun. Und nein, ich bin nicht hier, um gegen euch zu kämpfen. Fühlt ihr euch jetzt besser, nachdem das gesagt ist? Nun, natürlich hat er das. Eine übermütige Außenseiterin in ein Lager voller Leidgeborener zu schicken, das klingt doch wirklich nach einem Kinderspiel. Und wenn sie euch getötet hätten, hättet ihr nie herausgefunden, dass er es selbst gewesen ist, der die Seuche nach Narsis... Ich habe Narsis seit Wochen beobachtet. Wir haben sogar einen Agenten im... Hat die eine Corona-Maske an? Alles, was nach Narsis kommt, das hört sich... Nein, die Organisation, der ich angehöre, hat zwei Aufgaben. Ziele finden und Ziele ausschalten. Entschuldigt, aber wir kennen uns noch nicht gut genug, um schon jetzt so persönlich zu werden. Das muss euch nicht kümmern. Denkt nur... Entschuldigt. Oh nein, dein Tier ist ertrunken. Mein Schwein auch. Die stehen einfach im Wasser. Ohne Kopf raus. Ja, die können unter Wasser atmen. Aha. Du behauptest das nur, damit ich jetzt gut schlafen kann. Ja, klar. Das wäre erledigt, denke ich. Deine Gefährtin hat auch ein cooles Pferdesattel-Dingsi. Ja. Ich habe mir doch letztens das Addon gekauft. Und als Frühbucher, wenn du das vor dem 4.6. kaufst, kriegst du diesen Wolf dazu. Ach, ist das neu? Oh, fuck. Mein Fehler. Wir müssen hier raus. Was hast du denn gemacht? Ich habe aus Versehen eine Wache angegriffen. Aber ich auch. Ich bin nun ein gesuchter Flüchtling. Sind. Ja, das lässt auch gleich. Hast du auch 117 Kochgeld? Nee, 207. Haha, du bist böser als ich. Ja, wir müssen jetzt einen Moment warten. Tut mir leid. Hallo? Mea culpa. Ja, gut, dass du so, so lang tust, ob du Latein kannst. Gibt's eigentlich irgendjemand, der noch Latein kann, obwohl er das Latinum hat? Ich glaube nicht.
verprügel jetzt und dann keine Gnade. Gibt auch Stufen. Ein Nixhund. Ey, der hat ja einen Buchenfroststab für mich. Freu dich doch, wenn er dir was geschenkt hat. Frag mich, wo der das dabei hatte. Ja, das hat er irgendwo mal gefressen. Das hast du dann aus dem Magen so halb verdaut rausgeholt. Ist sehr unlogisch. Quatsch. Als wenn ich was Unlogisches sagen würde. Würde ich doch nie tun. Es regnet und die Fackeln sind an. Wer hat die denn angemacht? Eine gute Fackel hält das aus, wenn es nicht zu doll regnet. Also Miri ist manchmal ein ganz schöner Feigling. Da meinte die wieder, geht ihr mal vor. Oh, Silberflöte, zum ersten Mal Silber. Ja, die will nicht, dass ihre Fingernägel nass werden. Da hinten ist Jute, Jute, ich brauche Jute. Da hinten sind Monsterpilze. Ja, das stimmt. Kann man die eigentlich essen? Oh cool, Event, 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 Event. Soll man die töten? Ja. Würdest du jetzt mal bitte nicht weglaufen? Hä, hey, mach ich doch nicht, ich stehe doch hier. Wo bin ich jetzt weggelaufen? Lara. Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimmer. Warum krieg ich schon wieder nur ein Dolch? Ich will ein Schwert, verdammt nochmal. Moment, muss ich schon wieder so einen blöden Streitkolben nehmen und ich finde die so hässlich. Ich habe Hosen bekommen, aber leider schwere. Na, ich kann damit nichts mehr anfangen. Aber war das vorhin wirklich ein Event? Ja, das ist... Ich habe vergessen, wie das heißt, habe ich... Das ist so ein Event, das kann dir überall mal zwischendurch passieren, dann tauchen da einfach plötzlich so Dedra auf. Ich habe den Namen vergessen. Ist jetzt kein besonders schweres Mini-Event, aber ist so ein kleines Mini-Event. Ist ganz lustig. Da droppen dann immer ein paar nette Sachen. Ich habe mich mal umgezogen. Jetzt bin ich doch in schwerer Rüstung. Okay. Ja, weil die einfach höher war. Von dem halte ich mal kurz noch ein bisschen Abstand. Noch eine Landstreiche, Hackwache! Ja, ich zahle jetzt das Gold. Ja. Sorry. Nächstes Mal beginnt eure Verbrechen woanders. Heißt das nicht, dass ihr es nicht verdient gehabt hättet? Ja, mich will der noch verhauen. Kannst, du bist zu schlimm. Du kannst das Geld nicht bezahlen, oder was? Nee, also... Hallo, soll ich mitkommen? Ja, eine Zeit lang wollen die dich dann umbringen. Mhm. Und irgendwann ist das lang genug her, dann musst du nur noch bezahlen. Was sind das eigentlich für schwebende Dinger? Die haben doch einen Namen. Nein, ich wollte wissen, was die machen. Nix. Atmen. Ja, aber was ist deren Sinn? Keine Ahnung. Was ist der Sinn von einem Fuchs? Ja, andere Tiere töten. Okay, und was ist der Sinn von einem Reh? Ihr seid zurück. Wir müssen uns unterhalten. Weihnachtsessen? Ja, aber die fressen halt Blätter ab und dadurch wuchert nicht alles zu. Halden ist nicht hier. Er und Giron sind schon eine Weile weg. Und Girons Verbindung zu den Leitgeborenen, sagen wir einfach, ich bin gut informiert. Ich hatte schon länger die Vermutung,
dass es da eine Verbindung gibt. Die Entführung des Ratsherrn hat mich darin nur bestätigt. Mein Partner und ich vermeiden lieber alle Situationen, die nicht durch unsere Aufträge abgedeckt sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es ist abgeriegelt. Laut Berichten hat sich eine Gruppe von Dorfbewohnern entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ich unterstütze ihr Vorgehen nicht, aber sie könnten Informationen... Namens schlüpft durch die Finger. Ich habe das Gefühl, dass sie eure Hilfe wollen wird. Ja. Geschichten. Warte mal kurz, ich muss mir neue Anziehsachen anziehen. Ja gut, dann finden wir halt schlüpft durch die Finger. Ach guck mal, da vorne ist sie schon. Siehst du, jetzt weißt du, warum sie so heißt. Weil sie immer alles fallen lässt. Ich bin noch im Haus. Warum lasse ich bloß immer alles fallen, wenn ich mich beeilen muss? Sprecht leise und tut so, als würdet ihr mir helfen. Ich kann es nicht erklären. Nicht hier. Aber ich weiß, stellt keine Fragen. Hört einfach nur zu. Wir wissen, nicht hier. Schaut im Bündel nach. Das ist ein Rucksack. Der Stern ist eine Katze. Sternchen. Ah, ja. Wir müssen jetzt der Katze folgen. Ah. Die hatte an ihrem Halsbändchen. Boah, ist sie klein. Irgendwie hat das auch was in First-Perspektive zu spielen. Ich probiere das gerade mal aus. Ja? Aber nee, irgendwie ist das doof. Ja, Boah, ich hasse das, dass man immer nicht so am Stück laufen kann. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, wie man hier gehen kann. Kann man nicht, das machen die immer automatisch. Doch, das geht irgendwie. Ich habe das bei irgendwem letztens gesehen. Was ist das denn für eine Katze? Da läuft eine Ratte vor der Nase vorbei. Und die Katze läuft einfach weiter. Du musst jetzt hier reingehen, oder? Ich gehe mal davon aus. Das Haus Lalo möchte uns Glauben machen. Unsere Freunde und Angehörigen hätten Narsis verlassen, ohne auch nur ein Wort davon zu sagen. Aber wir haben Beweise dafür, dass sie entführt wurden. Und was machen die Lalo? Nichts. Sie regeln Narsis ab und lassen es nicht zu, dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ihr habt uns gefunden. Entschuldigt meine vorherige Schroffheit. Ihr habt also Beweise dafür, dass unsere Leute entführt wurden? Wir sind es leid, darauf zu warten, dass das Haus Hlalu handelt. Wir wissen, wo unsere Leute gefangen gehalten werden, aber wegen der Abriegelung kommen wir nicht zu ihnen. Ich wurde Zeugin, wie die Angeborenen meine Eischwester entführt haben. Ich habe gesehen, wo sie sind. Was ist eine Eischwester? Und ich habe Ratsherr und Berater Giron an den gleichen Orten gesehen. Ihr müsst uns also helfen. Zwillinge. Ich bezweifle, dass die Wachen euch aufhalten werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, zweieigige Zwillinge. Also, wenn man Eier kackt, mehrere auf einmal, oder was? Also, also ein Huhn macht ja eigentlich immer nur ein Ei. Aber Echsen vielleicht mehrere. Ja. Ihr müsst diejenige sein, von der uns Schlüpft erzählt hat. Schlüpft. Sie meinte, eine Außenseiterin wäre angeheuert worden, um unsere Leute zu finden. Das ist eine merkwürdige Aufgabe für eine Außenseiterin. Selbst wenn es um Hlalu Gold geht. So ist das also. Ich glaube, die Stimme kenne ich. Ein paar wichtige Hlalu verschwinden und plötzlich entscheiden sie sich zum Handeln. Ich schere mich. Handeln. Wir besorgen uns Waffen, pfeifen auf die Abriegelung und retten unsere Leute. Wenn irgendwer versucht, uns aufzuhalten, dann mähen wir ihn nieder. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Sie haben ihre Befehle, aber sie vergeuden nur Zeit.
Jede Sekunde, wollen wir die mitnehmen oder wollen wir es lieber ohne die versuchen? Der unsere Leute weit. Ich weiß, wir machen Letzteres, wir versuchen es ohne die, ne? Insbesondere für jemanden, der mit dieser Sache eigentlich also nichts Bauern, zu tun die sich die Leidgebundenen stellen, das aber Selbstmord. Ich muss wissen, ob ihr uns helfen werdet. Das nehmen wir. Wir könnten jemanden mit euren Fähigkeiten gut gebrauchen. Okay. Wir werden unsere Familien retten oder bei dem Versuch sterben. Ich traue euch nicht, Außenseiterin. Wir kümmern uns. Ja, der ist jetzt auch pissig auf dich, ne? Ja. Wie seid ihr da hereingekommen? Matras lässt nicht einfach jeden zu seinen Geheimtreffen. Augenblick. Ihr seid doch die Außenseiterin, die für Razia Ralden arbeitet. Bitte sagt mir, ihr habt euch nicht auf Matras Torheit eingelassen. Ich habe Informationen an ihn weitergegeben. Meine Mutter ist auch verschwunden, aber ich habe meine Befehle. Also hatte ich die Hoffnung, dass Madras und seine Leute auf Hinweise stoßen würden, mit denen ich zu meinen Vorgesetzten gehen kann. Was? Madras wird diese Leute in den Tod führen? Ihr müsst die vermissten Dorfbewohner finden und sie in Sicherheit bringen, bevor Madras diese Gruppe in den Untergang führt. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ich werde herausfinden, wo sie Madras Meinung nach sind. Erzeugt eine Ablenkung. Irgendetwas, das sie aufhält und uns genug Zeit gibt, um unsere vermissten Leute zu finden. Derzeit sind alle... Seht ihr die Ratten, die durch das Dorf laufen? Harmlos. Aber die Leute haben Angst. Ihr helft mir dabei, dieses Treffen zu stören und das Leben dieser Leute zu retten. Und ich finde dafür heraus, was Matras... Die kleinen Viecher sind schnell. Ich mache eben den Part zu Ende, den Stufe, dann den Part zu Ende und dann den nächsten Part, ja? Ja. Soll ich gebundene Kronen, Reichtum, Geschwindigkeit, Ausdauer oder Kapazität nehmen? Was du möchtest. Nur benutzt sie dann auch. Ja. Hab ich. So, dann liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Der nächste Part wird gleich aufgenommen. Tschüss.